Wir sehen uns in der Tradition der antifaschistischen Bewegung, die sich vor 100 Jahren in Italien gegründet hat. Wir sind der Schwarze Block und das Bunte Bündnis. Wir sind friedlich und militant. Es gibt so ein paar Einschnitte in der Geschichte des Antifaschismus in Frankfurt. Der erste, den ich nennen will, ist in den 70er Jahren. Da hat die NPD versucht, in Frankfurt sehr große Aufmärsche zu machen, zum Teil mit 4000 Teilnehmerinnen. Und dagegen hat sich antifaschistischer Widerstand organisiert. Der wurde zunächst sehr brutal weggeprügelt. Und dann kam die Idee von Rock gegen Rechts, von Linksradikalen, um dem was entgegenzusetzen. Da kamen 1979 40.000 Menschen zusammen. Und die sind nicht auf dem Rock-gegen-Rechts-Gelände geblieben, das war auch so geplant, sondern in die Stadt und haben damit den NPD-Aufmarsch zu einem Desaster gemacht und verhindert. Ja, 90er Jahre war natürlich ein ganz wichtiger Einschnitt, Wiedervereinigung. Die Zahl der Anschläge und der Alltagsrassismus sind nochmal explodiert. Es gab den auch in den 80er Jahren. Im selben Jahr, wie Günter Saare ermordet worden war, hat Walter Wallmann tatsächlich geworben in Frankfurt im Kommunalwahlkampf mit der sehr doppeldeutigen Parole, das Ausländerproblem liegt in ihrer Hand. Das ist echt anschlussfähig zu der Aktion Ausländerrückführung der NPD gewesen. Aus einer migrantischen Perspektive haben wir keine andere Wahl, als Antifaschistinnen zu sein. Antifaschismus ist für uns lebensnotwendig. Denn in dieser Gesellschaft werden immer wieder Bedingungen geschaffen, die den Faschismus hervorbringen können. Und deswegen müssen wir uns aus einer migrantischen Perspektive antifaschistisch selbst verteidigen. Es tut sonst keiner. Wo Rechte sich zeigen, ist unser Widerstand. Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Kein Fußbreit den Faschisten. Zusammenfassend könnte man sagen, wir waren immer dann erfolgreich, wenn wir einerseits entschlossen und diese Konfrontation mit den Nazis auch angenommen haben, aber das auch in einer Breite gemacht haben, mit vielen Menschen vor Ort gegangen sind und die Leute angesprochen haben in dieser Stadt. Es gibt tausende von Leuten und auch noch viel mehr, die als wir heute auf dieser Demo waren, die bereit sind, sich dem entgegenzustellen, wenn man sie richtig anspricht und wenn wir uns nicht gegeneinander ausspielen lassen mit den verschiedenen Aktionsformen. Und wenn diejenigen, die militant vorgehen, Rücksicht nehmen auf die anderen und gucken, wie sie das machen. Und wenn die gewaltfrei sind, auch trotzdem solidarisch sind mit anderen Aktionsformen. 76 Jahre nach dem Ende des Nazi-Regimes ist Antifaschismus eine Notwendigkeit. Aus diesem Grund stehen wir am Abend vor dem 8. Mai alle auf der Straße. 100 Jahre Antifaschismus ist kein Grund zum Ausruhen. Antifaschismus ist eine Notwendigkeit. Kein Fußbreit den Faschisten, no pasarán.